Ingo Vollenberg here at March Madness Rings of Europe, and bonjour at this time with me, Mila Smith. You're going against Alexis Maria tonight, and she told me in a little interview that you were like best friends. How do you see Alexis Maria? Yeah, I mean, we know each other since years, and felt like we've been battling each other, we've been traveling together, we've been we see each other like as friends outside the ring and stuff in France, like Anastasia. She's, yeah, one of my best friends in the business. So it's definitely even like a personal challenge to be in the ring with her tonight, because, yeah, we've been living a lot of things together. So it's kind of poetic, like two women are coming from France and then they fight each other in Austria. Will it be an even more intensive fight because you know her so well? Yeah, I think it's a bit tricky because you have this friendship, but once in the ring, you know, it's like one for itself. So everybody wants to win, and yeah, I mean, the best will win tonight, and we need to let her brain in the locker room and just focus on the fight and on the challenge. And so that will be a personal challenge, as I said. Very personal. The best will win tonight. Nothing more can be said. Mila Smith here with us at Rings of Europe. Thank you. Thanks. Ingo Vollenberg for Rings of Europe. At my side this time, Alexis Maria. Alexis Maria, bonjour. Tout va bien? Oui, et vous? Merci de me recevoir. We are looking forward to see you tonight in the ring against a fellow woman from your country, against Mila Smith. What do you think about Mila Smith? Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est... Je vais vous parler en français, okay? I speak French, okay? My speaking English is very, very bad, okay? So, sorry. Mila Smith, je l'aime beaucoup, okay? She is my ex-best friend, and elle m'a, je sais pas comment vous l'expliquer, mais au dernier show ici, dans ce lieu, on s'est battu ensemble et je voulais pas l'affronter. Je sentais qu'il y avait comme une sorte d'onde positive entre moi et elle et Anastasia Bardot, sa partenaire. Et à la fin du match, même après un combat, on s'est serré la main. Elle m'a dit relève-toi. Vas-y, on rentre ensemble, et elles m'ont protégée. Et du coup, je me suis dit, vas-y, fonce. Mais après, là, je viens de me rendre compte que j'ai eu une photo que Marc Loder, le promoteur de la fédération, m'a envoyée. J'ai regardé ça, j'ai fait, c'est pas possible, c'est Mila Smith. Donc moi, je me suis dit, je vais l'appeler directement, il m'a appelé directement. Donc moi, c'est simple, moi, je lui ai dit, ok, je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer de me débrouiller pour y arriver, même si j'ai peur, voilà. Okay, mein Französisch ist leider nicht so gut, aber wir haben beste Freunde, Mila Smith und Alexis Maria, und jetzt gibt's leider Trouble, jetzt geht's in den Ring. We look forward to the match. Merci. Merci. Ja, und weiter geht's mit dem nächsten Damenmatch. Alexis Maria. Das ist das Chamäleon, wenn man so will, der Glam Division. Was hat sie denn da heute im Gesicht? Das ist da irgendwie ein Facepaint. Ja, Alexis Maria. Verstehe ich jetzt nicht ganz, Herr Rogers. Alexis Maria nimmt doch immer den Wert auf den Look, auf das Make-up sitzt. Und heute schmiert sie sich da irgendwie eine schwarze Farbe ins Gesicht. Was hat denn das auf sich? Ich weiß es nicht. Bei der blickt man sich oft nicht durch. Ja, sehr extravagant. Ein Charakter, bei dem man nie weiß, was kommt da heute, was liefert die Dame heute? Ja, sie ist sehr wandelbar. Das muss man ihr lassen. Wandelnswert. Was hat sie denn auf dem Shirt? So ein neues T-Shirt. Wenn du am Merch stand, glaube ich, kann man genauer betrachten. Ja, wie gesagt, wir haben es in der Promo gesehen, sie trifft heute auf Mila Smith, eine Französin, die... Ja. Ja, die beiden kennen sich. Die Dame hat ja auch schon, muss man sagen, glaube ich, zwei oder drei Auftritte bei NXT UK gehabt. Und das ist halt schon, da sieht man schon die Qualität. Also in einer WWE, nicht umsonst holt die WWE eine Dame wie Mila Smith. Und
präsentiert sich ja heute auch übrigens mit neuen Gewändern. Das ist eine Hommage an den guten alten Scott Hall, Razor Ramon. Das, ja, tut natürlich auch im Zweifel heute Abend. Mila Smith. Quasi letztens bei der Wrestleflash, wir erinnern uns, da war sie die Retterin. Gemeinsam mit Jessica Love, die haben ja quasi die Damen gerettet. Alexis, glaube ich, wurde attackiert. Alexis wurde attackiert. Anastasia Bardot natürlich, wir erinnern uns, ja, French Connection. Wir haben schon vorher kurz im Vorlauf der Show darüber gesprochen. Und Joe Bravo, der dann noch einmal Alexis Maria gestellt hat, Backstage, ja. Locker unter Damen. Also das ist ja überhaupt ein... Da muss man ganz aufpassen, da stehen wir in den Schlagzeilen gleich. Wenn da womöglich ein Wrestler reinmarschiert. Der wurde dann rausgeschmissen von Bardot, von Alexis Maria und von Smith. Ja, völlig zu Recht. Und die haben gesagt, von dem, wir wollen von dem nichts mehr. Wir konzentrieren uns jetzt auf eine faire Auseinandersetzung. Frankreich. Ja, ein Ring hier. Aller Munde. Ja, ich kann leider nicht Französisch, sonst hätte ich irgendwie schon die Öffnung gemacht. Ja. Let's fight oder was auch immer, ich weiß nicht. Sie können wahrscheinlich, das ist, glaube ich, maturiert oder Sie haben maturiert. Ja, aber nicht in Französisch. Aber nicht in Französisch. Sie können dann auch keine. Also, was Let's fight auf Französisch heißt, das wissen Sie. Nee. Referee John Quinns, der kann auch in Französisch. Also, der spricht auch sehr gebrochen in Englisch. Also, ja. Er muss bis drei zählen können. Das kann er. Ja, ein fairer Abtausch hier. Aber das ist Maria, die wischt irgendwie so ein bisschen. Ja, komm jetzt mal, zeig mir, was du drauf hast. Das mit einem Armringer. Das ist ein Arm-Drag von Alexis, die eigentlich auch athletisch gesehen ja, ich glaube, alles drauf hat. Also von der haben wir schon Moonsaults gesehen, von der haben wir High-Flying-Aktionen gesehen. Die hat es eigentlich drauf, aber natürlich auch sehr launisch und natürlich, ja, es gab auch schon den einen oder anderen Wrestler, der natürlich auch sozusagen under her skin ging und ein bisschen psychologischen Tricks versucht, die bei sie, glaube ich, ein bisschen aufhält, ja? Mind Games, da ist sie, glaube ich, ein bisschen fragil. Den Eindruck hat man. Aber nichtsdestotrotz eine starke Wrestlerin im Ring. Setzt hier nach, aber wird ja abgefangen von Mila Smith. Die scheint sehr fokussiert zu sein. Oh, jetzt ein Fehler. Das habe ich ein bisschen verschrien. Harter Whipping. Mila Smith muss hier in die Ringecke. Und Alexis! Oh, herrlicher Flick und ein Vorarm. Harter Vorarm. Wird jetzt etwas an den Haaren gezogen? Das war ein Facelime, allerdings an den Haaren, ja. Hat sich doch ein bisschen gebremst sogar, aber das ist ja wirklich auch nicht die feine französische Art. Zeigt sich hier schon ein bisschen Frustration bei Mila Smith. Insgeheim denke ich schon, dass da eine ihren Anspruch als die Nummer 1 in Frankreich hier stehen wird. Ja? Smith bis jetzt nicht erfolgreich gewesen beim letzten Mal bei meinem Debüt. Gut, Alexis hat einen durchwachsenen Kampfrekord. Ja? Hin und wieder ein Match gewonnen, dann wieder verloren. Ja, aber trotz allem so etwas wie eine Fixstarterin. Ja, also jetzt kommt sie raus. Jetzt kommt ihre Aggressivität zu tragen hier. Was haben Sie jetzt gesagt? Berührt sich die Seele etwas aus dem Leib. Aber ich habe gesagt, dass Alexis Maria etwas, so etwas wie eine Fixstarterin hier bei Rings of Europe. Rings of Europe, ich glaube, die hat eine von den meisten Auftritten. Bei Glam. Clothesline! Oh, haben Sie diese Clothesline gesehen? Das ist ja Wahnsinn! Das ist Power von Mila Smith gesehen. Ja, gut, kommt aus dem Amateur. Ne? Die war ja auch im. Was ist noch mal? Alexis Maria. Aus dem Olympiakader des Amateurringens in Frankreich stammend. Mila Smith. Direkt ins Profi-Wrestling. Non, je vous l'avais dit. Und die will offenbar nichts mehr davon wissen. Die hat die Schnauze voll, Alexis, aber da kommt Mila Smith schon und sagt, hey, du entkommst mir hier nicht, ja? Und zurück in den Ring, ja? Also,
dass es da draußen jetzt noch so zur Sache geht. Auch unschön. Voll mit der Schulter und mit dem, ja, noch ein bisschen mit dem Kopf da in den, da muss man natürlich, ja, liebe Fans, die Bierflaschen beiseite geben. Es kann gefährlich werden. Jetzt in den Ringpost. Wir sehen es. Milos mit. I'm a ring. Schon richtig benommen. Mit, Moment, jetzt werden wir sehen, wie. Nein, sie kommt raus. Sie ist so weit noch nicht. Kommt noch mal raus. Ich bin hier auch ein bisschen sprachlos, denn eigentlich hätte ich gedacht, dass Mila Smith und Alexis Maria. Unberechenbar. Das ist die unberechenbare Art von Alexis Maria. Ja, also. Wir haben ja schon einige Franzosen gehabt, wir haben Calypso gehabt, ich erinnere mich nur, das war bei Summer Crush, wir haben letztens Anastasia Bardot gehabt, da bin ich auch gespannt, ob die wieder mal kommt, ja, auch eine ganz starke Wrestlerin, also Frankreich, die Szene dort, sehr, sehr stark vertreten, es gibt natürlich noch andere Damen, aber Kira Chimera, haben wir wieder auch schon einen Auftritt gehabt. Au! Boah, was war ein harter Kick ins. Ein harter Knee-Strike. Da kann schnell das Jochbein gebrochen sein. Da ist schon mal was gebrochen jetzt. Oh, aber da kommt Alexis raus. Du hast ja schon öfters gesehen, dass wer in der Ecke liegt und dann wieder ausweicht. Und dann dieser Sprung oder der Wurf kriegt. Rausgekommen. Come on. Ja, was ist jetzt denn? Nein? Kommt sie nochmal raus, ein Dropkick. Erwartet sie einen Dropkick von Alexis Marini ins Post. Alexis! Flick, Flack und Handspring und was war das für ein, das war fast schon ein verhöhnender Splash in die Ecke. So eine Art, du kannst mir nichts anhaben. French Elegance. Come on. Eingesprungener Neckbreaker. Wow. Hast du so ein bisschen Rolling Thunder Neckbreaker? Eins, zwei, nein. Puh, das war knapp. Alle Fans sagen, only two. Ja, reicht nur für zwei. Mila Smith kann nochmal die Schulter hochreißen. Und Alexis Maria muss jetzt nachlegen, um dieses Match zu beenden. Ja, Smith kontert hier. Maria kommt auch zurück. Harte Vorarm-Strikes jetzt. Hat da eigentlich Alexis, Mila Smith ihre Träger nicht rum? Das wirkt so, wie wenn die runtergegangen wären, diese Träger. Die hat sie von Beginn an. Aha, das ist mehr so ein Fashion-Statement. Wie das mit jetzt? Aber der ist aber schon ein wenig die Luft draußen. Vielleicht aber auch etwas angeschlagen. Man sieht da auch ein bisschen so. Die Schulter dürfte ein bisschen lidiert sein. Ja. Northern Lights, nein! Oh, Wahnsinn! Wahnsinn! Ich bin so genau. Belly-to-Belly-Suplex. Ein richtiger Schmiss war das. Ein richtiges aggressiver Schmiss. Jetzt der Northern Lights in die Brücke. Northern Lights in der Brücke. Perfekt gehalten. Nur bis zwei. Wunderschöne Techniken. Hiroshi Hase könnte es nicht besser machen. Wunderschöne Techniken hier von Mila Smith. Da merkt man den Ringer-Hintergrund. Zieht sie richtig, poppt die Hüften. Ja, auch. Oh, jetzt Step Up Insecurity. Und jetzt Alexis. Oh, und dieser Snapping Neckbreaker. Eins, zwei, null bis zwei. Eines ist eigentlich eine Finisher, aber ja. Schreit sie aus Verzweiflung, nein, sie kann es nicht glauben. Tja. Alexis Maria scheint hier verzweifelt, ich weiß nicht mehr so genau, was sie noch alles zeigen soll, aber ich glaube, sie will jetzt. Der Moonsault, Herr Rogers, den hat sie gezeigt beim Tag des Sports und da kommt er eventuell, nein. Oh mein Gott, da fliegt sie voll mit dem Hinterkopf runter. Smith kommt jetzt mit der, Back Center. Auch sehr eigenwillig eingesprungen. Und jetzt, Moment. Ansatz. Das könnte Smiths Widow's Peak. Nein. Ja, oh ja, das war der Widow's Peak, ja. Aber der ging halt dann auch schon fast schief. Aber sie saß noch zwei und drei. Das war's. Sieg für Mila Smith. Zum letzten Moment hat sie den noch durchziehen können. Er hat fast die Kontrolle über den Move verloren, aber konnte ihr doch noch. Mit letzter Kraft den Move durchziehen. Da sieht man die Erfahrung, die Mila Smith mittlerweile hat. Ja, und das ist jetzt die Frage. Wo geht's hin mit Alexis Maria nach dieser Niederlage? Mila Smith auf jeden Fall hat die Erfolgsspur jetzt bei Ring Secure
endlich darauf einlenken können. Ja, und Alexis Maria hier muss sich geschlagen geben gegen ihre... War auch, muss ich sagen, die bessere Wrestlerin. Wie das wird. Ina Smith und Alexis Maria, zwei Weggefährtinnen in der... Ja, aber die Frage ist jetzt, ob sich die Wege trennen, denn wie gesagt, die Erfolg spricht jetzt einmal für Nina Smith. Alexis, es gab doch auch gewisse Animositäten zwischen den beiden hier Zukunfts- Matches. Aufpassen. Ready for Moment. Was? Das ist doch die Kleinshow. Was hat denn hier ein Mann zu suchen, wenn er so will? Na gut, den kennen wir. Joe Bravo, der natürlich mit Alexis Maria eine gewisse Geschichte hat. Schauen Sie, Joe Bravo Corner. Fansection von Moment. Joe Bravo. Schau dir das Mikro an. Oh je, Alexis. Schaust nicht zu frisch aus, muss ich sagen. Poor Alexis. You look a little bit now. But I. Der Tiger aus L50. Joe Bravo. Moment, hallo. Das. Ein Haarschnitt? Ich glaube, das ist jetzt die Retourkutsche vom Rausschmiss aus dem Lockerroom am letzten Mal. Das hat Joe Bravo nicht vergessen. Wen stellt er da vor? Seinen Personal Hairstyling? Seinen Papier? Seinen Friseur? Tja, okay, und das heißt, der ist jetzt oder wird jetzt Alexis die Haare schneiden? Okay, gut. Ja, was habe ich vorher angesprochen? Mind Games, da ist sie fragil. Da ist sie verletzlich. Gut, ein Haarschnitt kann ja mal nicht schaden. Ja, gut, das ist ein gratis Friseur. Gibt auch noch eher ein bisschen was vom Deo ab, da vom Haarspray, ja. Wie hat der geheißen? Bingo Bleach, glaube ich, habe ich. Bingo Bleach. Oh, oh, Moment, das... Hey, pass auf, Mila Smith. Hey, wir wollen noch den Haarschnitt... Nein. Da hast du jetzt einen gratis Haarschnitt bekommen, Alexis Maria. Warum? Wieso attackiert Mila Smith hier Bingo Bleach? Denn der kann doch überhaupt nichts dafür. Der stellt seine Dienste hier zur Verfügung, ja, gratis offenbar, und wird hier rausgetreten. Ja, von zahlen Mila will Smith. Man dem wohl nichts. Also das ist eine bodenlose Frechheit. Moment, Joe Bravo hat hier Alexis Maria attackiert. Ja, Joe Bravo, aber nicht der Friseur doch nicht. Was kann denn der Friseur? Schauen Sie sich jetzt den Haarschnitt von dem Friseur an, der hat den ganzen Zersaus. Wenn Sie das als Haarschnitt bezeichnen wollen, okay. Ich würde es eher als Autounfall bezeichnen, aber gut. Moment, aber ich muss mit gerade auch was zu sagen. Aber da hört Joe Bravo nicht, das ist ein Wurscht. Das war offensichtlich eine Herausforderung. So wie es aussieht. Ja, vielleicht gibt es da jetzt nochmal ein Match. Smith, Bravo, Tag Team, was auch immer. Wir kommen gleich zum Main Event. Mhm.